Bis heute Abend. Hast du dich jemals gefragt, was deine Haustiere so denken? Oh, ich vermisse sie wie verrückt. Sie ist wieder da! Hab das Handy vergessen. Oh, ich vermisse sie wie verrückt. Worüber sie reden. Hi, wie geht's denn so? Sehr erfreut. Und was sie machen, wenn du nicht zu Hause bist. Nun, nicht wirklich. Aber nach den ersten Trailern zu Pets war ich natürlich sehr gespannt, was die Macher vom Film wie zum Beispiel Ich einfach unverbesserlich aus diesen Fragen machen würden. Die Antwort ist zwar nicht gerade originell, macht aber trotzdem eine ganze Menge Spaß. So geht es um den Terrier Max, der jedes Mal am Boden zerstört ist, wenn sein Frauchen Katie zur Arbeit muss. Damit der Trennungsschmerz in Zukunft leichter fällt, holt Katie den riesigen Zottelhund Duke ins Haus. Doch damit entbrennt ein Konkurrenzkampf, der dafür sorgt, dass die beiden in New York auf einmal verloren gehen. Hallo Max, wer ist dein neuer Mitbewohner? Den sind wir bald wieder los. Hey Max! Und tschüss! Was soll denn das hier werden? Meine Güte, wie siehst du aus? Warte! Machen wir uns alle jetzt am besten nichts vor. Die nun folgende Suchaktion, wie auch der Großteil des restlichen Films, wirken wie Toy Story, aber in diesem Fall natürlich mit Tieren. Allerdings ohne das technische Niveau eines Pixar-Films, das wir normalerweise gewohnt sind, oder die große Portion Herz, die sich die Filme von John Lasseter immer wieder zu unserem großen Vergnügen gönnen. Für diese ist auch leider Gottes nur wenig Platz, denn Pets drückt unfassbar aufs Slapstick- und Action-Gaspedal. So gibt es zum Beispiel Kämpfe wie in Kung Fu Panda, Verfolgungsjagden à la Speed oder Fast and the Furious oder eine Wiener Würstchen-Musical-Revue, die ein bisschen an Charlie und die Schokoladenfabrik erinnert. Da bleibt zum Durchatmen ganz, ganz bisschen Zeit. Du fährst echt wie ein Tier! Ich fühle mich heldenhaft. Etwas nass, aber ich sehe trotzdem gut aus. Gut sicher. Genau wie Pets. Auch wenn hier keine Pixar-Qualität vorliegt, sieht das alles hier aus wie ein Animationsfilm aus dem Jahre 2016, der auch so aussehen sollte wie ein Animationsfilm aus dem Jahre 2016. Dazu gleichen diese putzigen wie charmanten Tiere so manch uninspirierte Idee des Films mühelos wieder aus. Und man muss halt auch festhalten, dass die tierische Rettungsmission ein paar sehr, sehr starke und ganz großartige visuelle Gags mit sich bringt und zeigt. Sei ein braver Junge, Leonard. Und genau wegen solcher Szenen und vor allen Dingen wegen Hase Snowball gibt es von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung für Pets, für euch, um diesen Film im Kino zu sehen. Man ahnt zwar, worauf das Ganze hinauslaufen wird, aber es wird liebevoll, witzig und überdreht in Szene gesetzt. Und das, was man an Originalität vermisst, wird durch den Charme der tierischen New Yorker so leicht und trocken wie Hasenkötel wieder ausgemerzt. Meine Rankstags sind Haustiere, 3D-Animation, überdreht, liebevoll und New York. Country-Musik ist ehrlich. Singt ein Mann ein trauriges Lied, dann kennt er die Trauer. Und ich kann nur eins sagen, Tom Hiddleston singt wirklich absolut beeindruckend in diesem Film. Auf dem Papier mag er nicht wie die optimale Besetzung aussehen, als Engländer jetzt einen typisch amerikanischen Südstaatler zu spielen. Doch spätestens ab der Szene, wenn er a cappella Cold Cold Heart ins Mikro jauchzt, während die Kamera um ihn herumkreist, merkt man einfach und nimmt man ihm vor allen Dingen jede Facette von Williams Charakter an.